liebste Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, falls ihr gar nichts Besseres zu tun habt, warum dann wieder auf Pause drücken und diese Fenster schließen? Guckt doch einfach weiter. Die folgenden 15 Minuten, die werden euch gefallen, das weiß ich, weil ich hellseherische Fähigkeiten habe. Ne? Ihr werdet rausfinden, ob das stimmt oder nicht, wenn ihr seht, wo das... Wo leuchtet das Licht? Das sollte sich reimen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gehakt. Sind das hier Anspielungen auf Teil 2? Falls der kommt, was ich nicht glaube. So, halt mal kurz die Fresse, ich muss beten. Wir können nicht beten. You feel me? Well, I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Hell yeah. Hell yeah. I'm no shit in the pit. Nah, too much bullshit. I mean, look at Sonny Walk. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. Hm, ist das wirklich so? Dann versuche ich das mal. Demnächst. Kolpian 100 geht nach Hollywood. Was könnte ich denn da spielen? Den neuen Batman? Was könnte ich denn alles spielen? Twilight 6 könnte ich mitspielen. So, raus, mein Freund. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then, looks like this is the beginning of a beautiful friendship. Ach, game ich nicht voll, Junge. Weg jetzt. Alles klar, Mann. Machen Sie es gut. Als der andere Typ von einer beautiful friendship spricht. Gut, jetzt gib mir endlich mein Level ab. Ilianas Telefonnummer aber auch. Gut. Nur doof, dass wir die halt nie anrufen werden. So. Gib mir eine richtige Mission jetzt. Schnelle Mädchen. Schnelle Mädchen? Denken wir gerade dasselbe? Ständig merke ich wieder, dass ich einfach mal sprechen sollte. Nicht, dass wieder dieses scheiß Radiolied. Ach, hat mich das aufgeregt. Sowas Mülliges aber auch. Da kann man nichts dafür und dann wird man von YouTube... Übrigens hatte ich jetzt auch das erste Mal Schwierigkeit mit YouTube. Plötzlich hat es angefangen, beim Upload irgendwas zu reden, von wegen invalid und geht alles nicht und du kannst nicht mehr speichern und Monetarisierungsoptionen sind illegal und ach Gott, was. Und ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Nervt. Warum kann nicht mal was reibungslos funktionieren? Oh. I don't mind you fucking her. Oh, Junge. Perks, but she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? Man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in. Have a drink. You ever fucked some famous pussy, Way? Okay, der ist echt sehr fixiert auf Bumsen. Bumsen. One of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay, speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Way do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Aha, aha, aha. Scheißboss, muss ich sagen, Scheißboss. Keine Angst, Ricky, wir machen nix. Das ist deine. Da sind wir echt, weißt du, kollegial. So. Wollen wir los. Scheißauto. Na, wo es geht eigentlich. Oh, Beat, Beat. Hört kurz her. Okay, das ist doch scheiße. Ich habe jetzt was Besseres erwartet. Ist das Schwedisch vielleicht? Ah, hallo?
So, Starlet, steig mal ein. Vivien. Oh. Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Ich komme jetzt öfter. No, I was expecting Ricky. Hallo? Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? Oh mein Gott, wie alt bist du? And you put up with it because Ricky loves you. But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones? Mir ist egal, wer von euch beiden vorne sitzt, ist ganz ehrlich. I'm Sandra. Hallo, Sandra. It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speed? Yeah, absolutely. I mean, I provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Nein, natürlich nicht. Okay, das war jetzt schon, das war jetzt eigentlich gar nicht schlecht, so diese Grundsituation. Die macht jetzt Lust auf mehr, wenn ihr diese männliche Äußerung versteht. He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. No, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. Nice. What's Ricky doing anyways? Why is he Der redet mit irgendeinem Typ übers Bumsen. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry. It's a... What? What'd he do? Nothing. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. Now he's like, and he was like, he's like, oh my god, like, you know, like, and I'm like, and, you know, it was like, God. That's him, pull up. So. Hi, Alex, how are you? Jetzt flirt nicht mit einem anderen. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, ja, an deiner Stelle wäre ich jetzt schon ein bisschen eifersüchtig. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Du bist ja ganz schlau. Oh. Soll das einfach designmäßig ein bisschen eher achtig sein, was der Herr fährt? Oh, dieses Auto will ich aber auch. Das wäre doch schön, wenn wir das jetzt gewinnen, ich meine. Oh. Und los jetzt. Oh, guck mal, wir sind schon voll dabei. Damit werdet ihr euch abwenden müssen, Mädchen. Ohne Rammeln wird das hier nichts, habe ich so ein Gefühl. Haha. Macht er zwar nicht, weil das ist schwer. Also wer das immer zu anderen sagt, sollte sich überlegen, wie. Weil, ne? Ah, weiter geht's. Niemand wird uns besiegen. You shall not besieg us. Ah, ich muss dazu sagen, dass ich erst kürzlich jetzt dann endlich mal dazu gekommen bin, der Hobbit im Kino anzugucken. Und oh mein Gott, hatte ich krass hohe Erwartungen an den Film. Und er hat keine einzige enttäuscht. Jesus, ist dieser Film perfekt. Ich werde ihn demnächst noch einmal gucken und werde mich dann wie ein kleines Baby, kommt drauf an, wie gut sich kleine Babys freuen können eigentlich, weil die kriegen es ja nicht so recht mit, wie ein kleines Baby auf die Fortsetzung freuen, die ja Ende diesen Jahres schon rauskommen soll. Oh mein Gott, ist... Was ist hier los? Dieser Film war so genial, von vorne bis hinten, mit allem. Was soll man da noch sagen? Geiler Film. Wir gewinnen hier übrigens jetzt nebenbei so, während ich von der Hobbit spreche. Vielleicht hat es auch was mit der Aura zu tun. Haben wir jetzt Polizei am Start? ...65% erledigt. Wer ist da eigentlich hinter uns? Es ist nur einer hinter uns. Ist das zufällig der Typ? Kann er uns nicht mal die Bullerei vom Hals schaffen? Wäre doch ganz convenient, oder? Wir gewinnen sogar, während wir von der Polizei verfolgt werden. Ja, wenn wir nachher alleine sind, dann zeige ich dir, wie sehr ich out of control bin, junge Frau. Oh, die Polizei ist ein bisschen hängen geblieben. Hängen geblieben. Mann, war das doppeldeutig.
Hallo? Was, wieso hat es jetzt runtergeschaltet? Was war das? Ich habe Panik! Sieg! Sieg! Juhu! So, 100.000 Flocken her. Oh my god, my heart is beating so fast. Great. Steady hands. Gotta give you that. Thanks. I'll get a room, you two. Denselben Satz sage ich komischerweise auch immer. Sau toll. Nehmt euch ein Zimmer! Oh oh. Hallo? Du musst mich einsteigen lassen? Hallo? Meine Fresse, du lässt ja auch. Weißt du? Nicht gesund. Sicherlich nicht. Wir kriegen das hin, Mädchen. Polizei war noch nie ein Problem für mich. Die hänge ich einfach ab. Wisst ihr? Nehme ich die Wäscheklammern ab und dann hänge ich die ab. Wo bin ich? Achso. Und da kann die Polizei nicht folgen. So, Sandra, fahren wir dich mal nach Hause. Na komm schon. Na sicher doch, komm. That's a bit later. Oh, you are a confident bastard. I like that. But I'm promising nothing. You take me racing and we'll see if you have my ach, na klar, du willst wieder Sachen dafür. Na dann nicht. Instant Interesse verloren an dir, junge Frau. You see, I find something exciting that I like to do and I want to do it again and again. Alright. Oh, that's it, just over there. Die andere hat so die Fresse voll von der Konversation. Na dann, Schnittchen, mach mal gut. Hier, Koffer stelle ich dir noch raus. That was fun, Way. Thanks. Gott, Gmail. Vivi, give Way my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got it. Thanks. Es ist so gut. Keine Ahnung. My pleasure. Das waren echt mal gute Dialoge jetzt. Kurze Zeit, echt cool. Okay, liebe Freunde. Oh, jetzt! Level up! Yes! Sicheres Haus in Kennedy Town. Sunny Woe Leitartikel. Sandras Telefonnummer. Okay. What? Das sind ja neue Skills. Nee, ach nee, die haben wir schon alle gelernt. Genau. Was ist das hier? Nahkampfwaffen Boost. Nahkampfwaffen, wo es auch mehr Schaden sind im Kampf. Booster. Kaufen hier. Ah. Ich habe hier irgendwie. Habe ich hier nicht oben. Hier? Ich habe ja noch zwei Kampf-Upgrades. Oder? Wieso steht denn da zwei? Habe ich nicht zwei? Ist mir wurscht. Ach so, ich kann zwei Statuen zurückgeben. Okay, alles klar. Gut, dann. Wir wachen auf. Oh, oh, ist das eine Hütte? Wo haben wir die eigentlich her jetzt? Wir haben da gar nichts gemacht. Oh, wie geil ist das? Hier, das hier ist bestimmt Final Showdown Face-to-Face-Kampf, oder? Oh. Herrlich. Genau, ich würde sagen, mit diesem Bild beenden wir diesen Part. Das ging ja mal richtig flott. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir haben jetzt hier richtig viel gemacht eigentlich. In dem. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich die ganze Session am Stück. Ah, Äpfel oder Birnen? Rollbraten oder gerollter Braten? Über den Unterschied solltet ihr mal nachdenken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten wieder ein, weil ihr Spaß habt. Ich habe ihn. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, der Funken kann so überspringen, versteht ihr? Und ich sag tschüss und bis dann.